Herr Schneider-Ammann, wie ist eure persönliche Beziehung zu Google? Wie sieht die aus? Also ich gehöre zu denen, wo öppe die einfach ein Stichwort haben und auf das Handy gehen und auf dem Handy über das Netzwerk, das Google anbietet, gehen suchen. Ich mache das allerdings nicht jeden Tag zig Dutzend Mal. Das mache ich vielleicht einmal pro Tag, zweimal pro Tag. Und ich habe hier bei Google heute gehört, dass offensichtlich der Durchschnittsmensch 150 Mal pro Tag auf sein Handy schauen tut. Und die halbe Frequenz gebraucht wird, um etwas gezielter suchen. Mit anderen Worten, das Netzwerk, das Google anbietet, der Raison, den Google anbietet, wo man kann gehen, Informationen erreichen, das ist enorm. Ist es auch das, was euch am Besuch jetzt am meisten beeindruckt hat? Oder ist es eine persönliche Begegnung vielleicht auch mit dem Schweizer, mit dem Herrn Hölzli bei Google? Also für mich ist die Begegnung mit dem Herrn Hölzer natürlich besonders interessant gewesen. Ich hatte gestern lange Zeit gehabt, mit ihm zu reden. Er hat mir die ganze Philosophie von Google erklärt. Er hat mir erklärt, in welcher wichtigen Position er ist. Er tut nämlich die ganze Technik vom Konzern verwalten und organisieren und gestalten. Eine riesige Angelegenheit und er macht das so elegant, er macht das so einfach und da nimmt man natürlich auch mit. Das ist enorm viel unternehmerische Fähigkeit, unternehmerische Passion mit im Spiel. Von Google nehme ich mit, dass sie 17 Jahre von der Grundidee oder von zwei Grundideen zu einem Riesenkonzern gewachsen sind und ganz offensichtlich, dass es ihnen gelingt, global ihre starke Position zu halten, auszubauen, höchst effizient das zu machen, das ist eine unternehmerische Leistung, die unerreicht ist. Glaubt ihr, die Leistung wäre in der Schweiz auch möglich gewesen, oder wird in der Zukunft in der Schweiz je möglich sein? Es gibt sicherlich zwei Momente, die man dazu muss, in Erinnerung rufen muss. Das eine ist, man braucht einen riesengroßen Heimmarkt, damit man das ganze Denken und Handeln auf den Heimmarkt anlegt. In den USA sind es 300 Millionen Menschen. Wenn es für die funktioniert, kann man es nachher auf den Globus rausziehen. Und damit ist das eine Voraussetzung, dass man einen riesigen Heimmarkt hat, für richtig aufzusetzen. Und das zweite ist, es braucht eine Umgebung, die liberal genug ist, wo offen genug ist, wo animiert, um gewisse Risiken eingehen, damit man Chancen kann öffnen. Und da haben wir wahrscheinlich in unserem Land noch Nachholbedarf. Wir haben in unserem Land sicherlich eher eine Mentalität, wo man mit dem Finger auf jemanden zeigt, der etwas nicht gut macht. Und wir müssen daran arbeiten, dass man etwas wagen, damit man etwas erreichen kann. Und damit geht man automatisch ein Risiko ein. Das müssen wir unseren jungen Leuten wieder beibringen. Wir müssen zusätzliche Toleranz in unsere Gesellschaft hineinbringen, weil das sichert uns Zukunft in meiner Überzeugung am besten auf dem höheren Niveau, das wir bisher erreicht haben.